Ich begrüße dich, Pilger. Mein Name ist Manora. Du hast die Prüfung bestanden. Und ich begrüße euch, Zuschauer. Mein Name ist Sepuloni und ihr habt das Let's Play bekommen, das ihr auch verdient. So, wir holen uns jetzt eine Belohnung und dann wundere ich mich ehrlich gesagt währenddessen, warum kriegen wir jetzt hier in dem Schrein gleich eine Belohnung? Was habe ich denn gemacht, damit wir hier gleich eine Belohnung kriegen? Und ich muss mir jetzt gleich den Schrein nochmal von außen ansehen, dann kann ich euch vielleicht eine kleine Geschichte dazu erzählen. Aber ich glaube ehrlich gesagt, ich habe nur eine Felswand weggesprengt und dann war der da dahinter. Vielleicht war das schon die Prüfung. Ich weiß nicht. Möglich. Magnetmodul. Mit diesem Wunderwerk der Technik kannst du metallene Gegenstände in die Höhe heben, egal wie schwer sie sind. Kann ich dann die Erde aus den Angeln heben? Ja, genau, das war schon das hier. Da war so eine Steinwand an einer Felsklippe. Die habe ich gesprengt und bin reingeklettert und auf einmal kriege ich gleich einen Schrein. Wisst ihr was? Ich habe gerade Bock. Legen wir uns doch mit diesen lustigen Gesellen da unten an. Beinahe. Nur noch viel, viel höher. Oh, noch ein Stück. Yay! Bienen aggressiv gemacht. Das gefällt den Moblins überhaupt nicht. Wie er läuft. Haha, Bienenattacke. Wisst ihr was? Ich verkleide mich als einer von denen. Aber in Kombination mit der Superhose. Und dem da. Das ist momentan mein bestes Rüstungsstück. Tja, während der Weiße mit den Bienen kämpft. Hallöchen. Lücke ich mich mal heimlich mit dem hier an. Bevor er an seine Waffen kommt. Ich bin schon gemein. Halt, stopp, stehen bleiben. Sofort stehen bleiben, im Namen des Gesetzes. So, und jetzt hat der andere gecheckt, was los ist, oder? Ja. Wird ihm aber nichts mehr nützen. Jetzt gibt's königliche Zweihänder-Action vom Feinsten. So. Hallo, mein Freund. Deine Freunde sind irgendwie alle tot. Ich glaube, das waren die Bienen. Glaubst du nicht, was hier passiert ist, während du weg warst? Irgendjemand ist gekommen und hat uns angegriffen und, alle sind tot gewesen, aber ich habe ihn in die Flucht geschlagen. Keine Angst. Hallo. Ja, wir sind Freunde, stimmt's? Ha! Verarscht! Wir sind gar keine Freunde. Also, ich zumindest nicht deiner. Du kannst trotzdem weiterhin meiner sein. Jetzt tut er mir leid. Nimm dir Waffen, komm. Nimm dir Waffen. Dann haben wir einen fairen Kampf. Mit Steinen werfen. Aha. Das ist nicht gut. Oh, jetzt nimmt er den Riesenstein. Und er fällt ihm selber auf den Kopf. Das finde ich super. Werfen wir ihn ein bisschen durch die Gegend. So, jetzt kommt da der Todesstoß. Sorry. Nix für ungut. Es fängt zu regnen an. Oh, es fängt zu donnern und zu gewittern an. Teleportieren wir uns mal weg. Vielleicht ist da drüben schon kein Gewitter mehr. Und wenn doch, dann ist es halt so. Aber Schrein ist Schrein und muss schon sein. Das könnte ein Sprichwort sein, aber das habe ich mir gerade ausgedacht. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht zum Sprichwort werden kann. Stimmt. Sag mir, dass das wahr ist. Oh, ich schaue gerade in die Lüftungsgitter von meinem PC und da bildet sich schon wieder so ein Filzkissen. Das sollte ich mal rausnehmen wieder. Der ganze Staub und die Flusen und die Katzenhaare und die Menschenhaare bilden dann immer so eine Matte. So, auf in den Schrein. Ich weiß gar nicht, warum ich da runtergehe. Ich glaube, ich wollte schauen, wo wir sind. Zumindest ist hier kein Gewitter. Hier schönes Wetter. Kein Gewitter, sondern Wetter. Wa? Schönes Wetter, wa? Da habe ich jetzt vor kurzem Kurt Krömer bei Serdar Somuncu in der Blauen Stunde zu Gast gehört. Ich glaube, das sind schon coole Menschen, alle beide. Ich mag Kurt Krömer jetzt nicht so, also seine Performance-Kunst oder wie man das nennen will.
Aber ist schon ein cooler Kerl. So. Schauen wir mal, ob das geht mit der Steigung. Ja, perfekt. Und jetzt? Geht jetzt hier die Tür auf oder wie? Ah, da hat noch ein Stückchen gefehlt. Okay. Cool. So, erster Teil des Rätsels gelöst. Jetzt geht's hier weiter. Hier haben wir eine Wand mit Steinen. Hier haben wir Fässer aus Holz. Nee, aus Stein. Steinfässer. Die kann ich weder mit Magneten bedienen, noch sonst was. Aber ich kann die hier hinstellen und tödliche Wurfgeschosse aus denen machen, indem ich erstmal die einfriere, dann ganz viel kinetische Energie zusammentrage. Mehr kinetische Energie! Mehr Energie! Bam! Aber da geht noch was. Also, neue Kiste holen. Und dann wird weitergeschossen. Sowas mag ich. So, jetzt wieder kinetische Energie zusammentragen. Oh, der kommt ein bisschen schief. Den muss ich mich neu positionieren. Oh Gott! Naja, immerhin hat er was bewirkt. Wenn auch nur ein bisschen. Ich schieße jetzt einfach ohne zu zielen. Einfach wie es kommt, so kommt's. Ich glaube dann, auch wenn die mal sehr schief segeln. Ah, der fliegt gut. Wenn der jetzt keine Mauer mehr wäre, würde ich sagen, der könnte vielleicht sogar den Schalter hinten berühren. Da bricht mein Zweihänder in zwei. Deswegen heißt er Zweihänder. Jetzt habe ich zwei Einhänder. Quatsch. Was ist denn noch gut, um... Jetzt hätte ich gern die Axt zum Beispiel, die ich jetzt nicht mehr habe. Diese riesen Chimärenkeule, dieses Großschwert mit 78 Schaden ist halt schon krass. Das will ich mir aufheben. Oh, ich glaube, das hat den Knopf tatsächlich berührt, aber noch nicht weit genug reingeschoben. Oh, da brauchen wir noch ein Projektil. So. Ups, verdrückt. Ist schon gut, Fass. Der kommt ein bisschen schief, aber wer weiß, wo der nicht überall abprallt, wenn der volle Power hat. Wow, der ist irgendwo da oben über die Mauer geflogen. Nachdem er kurz gegen den Stein geprallt ist und wäre der Stein nicht da gewesen, wer weiß, ob er nicht voll gegen den Schalter wäre. Deswegen mache ich jetzt einfach genauso weiter. Also, einfrieren und dagegen klopfen, wie blöd. Ah, knapp daneben ist leider auch ein Osterei, habe ich mal gehört, oder so ähnlich. Deswegen stellen wir ein neues Fass auf. Ich mache noch ein Fass auf. Komm, machen wir noch ein Fass auf. Jetzt stelle ich den extra ein bisschen weiter rechts hin und jetzt geht er doch wieder nach rechts statt nach links. Ich verstehe das manchmal nicht. Ich sehe schon, in diesem Dungeon werde ich meine ganzen Waffen super verschleißen. Okay, wir brauchen ein neues Fass. Aber irgendwann treffen wir den Schalter da hinten schon mal. Ich finde es schon auch schwer, mit den Dingern zu zielen. Ah, das sieht gar nicht so schlecht aus jetzt. Ich mach mal volle Power. Oh, ich glaube, wenn der eine Stein da nicht gewesen wäre. Aber jetzt haben wir schon langsam keine Steine mehr im Weg. Wenn mal wieder einer einen schönen Winkel hat, dann trifft er wahrscheinlich auch. Schon wieder verdrückt, aber kein Problem. Ja, genau. Drehen wir uns vielleicht noch um. Ja, komm schon, das geht. Der prallt jetzt von der Wand ab und dann voll gegen den Schalter. Ich seh's kommen. Okay. Ah, oh, nicht ganz. Aber es hätte sogar fast hingehauen. Ich nehme mal das Fass da hinten. Das nehmen bestimmt die wenigsten, aber ich bin mir sicher, dass das ein super Glücksfass ist. Okay, super Glücksfass. Alles liegt jetzt an dir. So. Yay! Super Glücksfass! Habe ich doch gesagt. Super Glücksfass 2000 hat es wieder geschafft.
So, dann holen wir uns mal unsere super Glückskiste. Mal schauen, was da drin ist. Ein Falkenbogen. Gar kein schlechter Falkenbogen. Aber ich habe schon eine echt gute Auswahl an Superbögen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob ich... Aber ich muss jetzt... Ich muss den deswegen lernen, weil sonst... Ah, hier. Einen Isshin-Bogen. Der ist zwar haltbar, aber schlecht. Aber ich hatte noch nie so einen. Traditionellen Boga der Shika. Boga. Bogen der Shika. Wenn man sein Herz mit der Sehne eines... eins werden lässt und sie spannt... erscheinen auch entfernte Ziele, als wären sie ganz nah. Ach ja, genau, der hat einen Zoom-Faktor. Ich hasse Zoom-Faktor. Das hat mich nämlich total verwirrt, als ich den mal ausgerüstet hatte. Und dann wechselt es jedes Mal, wenn man mit dem Pfeil losschießen will, in so eine komische First Person. Und ich dachte mir da und so, what? Nee, will ich nicht. Kann ich nicht brauchen. So, wie? Ah, ich weiß wie. Okay. Jetzt fehlen nur die Projektile und die stehen da hinten. Ich nehme das, das da aus irgendeinem Grund umgefallen ist. Ich habe das noch gar nicht gehört. Mache ich, wenn ich die Maske auf habe, Grunzgeräusche beim Laufen? Ich könnte es nicht schwören, aber ich glaube schon. So, der ist wesentlich leichter, der Schalter hier. Na, das wird knapp, aber das könnte sich ausgehen. Wir müssen, glaube ich, nur den Block da umwerfen. Ich muss den im Grunde nur mit voller Power treffen. Oh, ja, er fällt! Diddle, 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 diddle. Cool. Dann würde ich sagen, hätten wir es hier, oder? Warte mal, was ist denn hier unten los? War ich hier schon? Nee, hier gibt es noch einen Schatz. Und hier muss ich die Kugel wahrscheinlich genau da reinstupsen. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Gerade richtig viel. Wobei, ich kann die vielleicht auch einfach rollen. Mit ein bisschen Anlauf. Nein, 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 komm. Dagegen lenken. Nee, dagegen lenken. Das war's mit ein bisschen Anlauf. Ich weiß eh nicht, ob ich die bergauf schieben kann. Nee, das geht nicht. Das ist zu krass. Okay, aber wir müssen die ja nur ein bisschen anstupsen im Grunde. Na, jetzt zerbricht sie gleich, jetzt mache ich weiter. So. Okay, das war zu viel. Nein, es war perfekt. In hohen Bogen. Na gut, dass ich hier nochmal nachgeguckt habe, zufällig. Ein Elektro-Großschwert. Noch eins, warum nicht? Kann man nie genug haben. Ich mache, glaube ich, wirklich Grunzgeräusche. Ich muss jetzt mal die Maske wechseln, ob ich mit einer anderen Maske dann andere Monstergeräusche mache. Was mache ich mit der Loin-Maske? Mache ich... Ja, ich mache wirklich so Brüllgeräusche, so leise. Das ist ja cool, ist mir noch nie aufgefallen. Man hört es ganz schlecht, nur die Musik ist zu laut und ich rede auch noch die ganze Zeit drüber. Hören wir es uns nochmal mit dem an. Hört ihr es? Cool. Ich habe die Leunenmaske übrigens mal getestet und die hat null funktioniert. Ich weiß nicht. Ich glaube, Leunen sind zu clever. Aber ich sehe cool aus damit. Like a Polaroid picture. Du hast kinetische Energie gesammelt und Mauern eingerissen und bist ein Überbringer des Friedens. Dafür gibt's jetzt hier ein Wubbelbällchen von mir. Und ich bedanke mich sehr herzlich, mein lieber Wubbelbällchen-Dealer. 7. Jetzt haben wir 7 Upgrades. 7 Upgrades ist nicht wenig. Ist nicht wenig. Mein lieber Scholli, theoretisch 7 Herzen. Will ich das echt in Herzen investieren? Ich hätte schon noch gern mehr Ausdauer. Mehr Ausdauer heißt mehr und vor allem schnelleres Klettern, weil ich sehr viele Sprünge machen kann, gerade bei kürzeren Strecken. Ach ja. Ich finde es so schön, dass der auch andere Posen einnimmt, wenn er Masken auf hat. Und hier mit dem Leunen diese breitschultrige Pose. Finde ich einfach nur schön. Au, 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 da kommt gerade eine Katze und rutscht aus. Ach ja, die Katzen. Die sind immer vorsichtig, wenn die auf uns rumklettern, weil sie uns ja nicht wehtun wollen. Weil die wissen ja, wie fragil wir sind. Aber dafür
rutschen sie dann immer ab und machen so, oh, Panik und krallen sich voll rein. Und dann sage ich immer, danke, du Arschloch. So, wir hätten jetzt hier noch zwei Schreine. Ich weiß nicht, warum ich hier eine Markierung gemacht habe. Da könnte man mal noch hinschauen. Da hinten ist noch was, das ich untersuchen wollte, weil das sieht sehr auffällig aus, oder? Und, hier habe ich einen Stern gemacht und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, warum. Deswegen teleportieren wir uns mal zu dem Schrein und dann gehen wir mal zu dem Stern, der da dann westlich von uns ist. Oder wisst ihr was? YOLO! Wir sind jetzt im Dorf der Ori. Orni. Vogelkerle halt. Und jetzt reden wir mal mit den Bewohnern ein bisschen. Das haben wir immer noch nicht gemacht. Ich bin da angekommen und auf einmal war Schreinreise angesagt. Schreise quasi. Aber jetzt ist Schluss mit der Schreise. Jetzt beginnt die Gesprächsrundreise. Gespreireise. Gesprureise, meine ich natürlich. Die Gesprureise beginnt jetzt. Gesprureise. Also, zum Beispiel hier. Hallo. Hallo, Vogelfrau. Ach, ich wünschte, sie würde langsam vernünftig werden. Was ist denn los? Kiel, unser Nesthäkchen, quengelt ständig herum, dass sie zu den Brüderfelsen will. So geht das seit Tagen. Wir haben 5 Töchter, musst du wissen. Seit dieser Titan aufgewacht ist, sind die launisch geworden und rauben mir noch den letzten Nerv. Wenn mein Mann nur wieder bei uns wäre, dann wäre alles einfacher. Aber nein, er erfüllt also einen wichtigen Dienst. Er darf nicht auch noch anfangen, eigensinnig zu werden. Alle sagen, dass ich das Dorf nicht verlassen darf, weil es draußen zu gefährlich ist. Ich will doch nur mit meiner Schwester an die Brüderfelsen gehen und da singen. Vameda ist so blöd! Hey, Kiel, sowas sagt man nicht. Aber... Wo sind denn die Brüderfelsen? Die sind gleich da drüben. Na gut, weißt du was? Ich besänftige den Titan für dich, damit du mit deiner Schwester da hingehen kannst und singen. Ich weiß nämlich wieder, was der Stern ist. Guck mal, da war ich. Und da sind Steine mit verschiedenen Markierungen. 1, 2, 3, 4 und 5 Stempen. In der Mitte so ein Podest. Und ich habe alles versucht. Ich habe Steine durchgeworfen. Ich bin durchgesprungen. Ich habe Pfeile durchgeschossen in der richtigen Reihenfolge. Nix hat funktioniert. Vielleicht hat's was mit denen zu tun. Deswegen gehe ich jetzt. Und reden noch mit den anderen. Vorher reden wir nochmal mit allen anderen im Dorf und dann gehen wir hoch zum Titanen. Machen wir jetzt, glaube ich, echt. YOLO! Ja? Hallo? Um in Zeiten von Ungeheuern wie auf Abenteuersuche zu gehen, muss man doch verrückt sein. Total verrückt. Wie bitte? Ich rede doch von dir. Sag bloß, dieses riesige Monster am Himmel, Vamedo, ist dir nicht aufgefallen. Dem haben wir es zu verdanken, dass hier alle ausflippen. Wenn ich ein geübter Krieger wäre, würde ich das Ding einfach frontal angreifen. Tja, aber du bist kein geübter Krieger. Überlass das mal den geübten Kriegern wie mir. Na, schläfriger Kerl. Oh nein, verwundeter Kerl! Eine coole Frisur hat er. Also... für so einen Vogel. Hallo. Ah, das tut so weh. So ein Mist. Was ist denn los? Das ist mein Problem, nicht deins. Verdammt, dieses Monster. Wer bist du? Ich bin Hurtis. Und ich baue die besten Bögen in ganz Hyrule. Zumindest theoretisch. Solange ich meine Flügel noch bewegen kann, baue ich gar nichts. Alles in Ordnung? Oh. Ich hätte besser auf den Häuptling hören sollen. Gute Besserung. Danke. Wisst ihr was? Ich muss nochmal mit der da reden. Ich vergesse immer, dass ich die zweimal ansprechen sollte. Na, dank dieses Vamedor ist das ganze Dorf in Aufruhr. Wenn ich eine geübte Kriegerin wäre. Na gut, mit dir muss ich nicht zweimal reden. Du bist nutzlos. Danke. Danke für nix. Hey. Hallo.
Guten Tag, Herr Reisender. Hast du warme Do gesehen? Wir sind ratlos, was wir tun sollen. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, wird mein Herz zu schwer. Wann können wir endlich wieder unbeschwert das Leben genießen? Bald, sehr, sehr bald. Wahrscheinlich schon in der nächsten Folge. Mal schauen. Na gut, so ein Schrein dauert ja doch immer mehrere Folgen. Ich will nichts Falsches versprechen. Bist du ein Reisender? Warum? Nein, nein, ist nichts. Ja? Bitte kümmere dich weiter nicht um mich. Oh. Na gut, ich kümmere mich nicht mehr um dich. Hi. Hallo. Tag. Ja, gute Antwort. Wer andere ordentlich grüßt, ist eine gute Person, sagt Papa immer. Ach ja, hör mal zu. Ich bin mit Papa verabredet. Wie schön. Ja, wenn man am Flugplatz die Flügel ausbreitet, dann wusch, fliegt man los. Wo ist der Flugplatz? Da hinten, wo die Fahnen sind, da liegt der Flugplatz. Ich hoffe, Papa kommt langsam mal zurück. Ich freue mich schon so. Hey. Hallo, mein Freund. Wenn Papa zurück ist, wollen wir zum Flugplatz gehen. Mach Sachen. Oh. Macht Spaß. So. Was für ein idyllisches kleines Dorf. Oh, da haben wir wohl den Häuptling. Na du. Der Khan. Oh, der wird mal Verheerung über das ganze Land bringen, ganz Hyrule erobern und so und 500.000 Nachkommen haben. Aber hey, ich habe so Angst vor dem Geistervogel. Ich hoffe, er frisst mich nicht. Hat dir der Häuptling auch von ihm erzählt? Und hast du gar keine Angst? Ein bisschen schon. Aber du bist ganz viel größer als ich. Wie kannst du da Angst haben? Was mache ich denn jetzt nur? Ich weiß, ich werde dem Vogel ganz viel Fische zu fressen geben. Dann ist er so satt, dass er mich nicht mehr mag. Aber vielleicht frisst er mich dann, wenn ich ihm die Fische bringe. Oh je. Oh, ein Gast. Oho. Was du da an deinem Gürtel hast, ist das etwa... Ha, wo sind meine Manieren? Also... Was du da an deinem Gürtel hängen hast, ist das ein Schikastein? Genau. Ho, 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 ho. Es stimmt also wirklich. Du bist ein Recke und kannst die Revila, den Titanen Vamedo, steuern. Wie, Revali? Nein, das kann nicht sein. Die Recken wurden vor 100 Jahren ausgelöscht. Es muss den Schikastein, er muss den Schikastein geerbt haben. Oh, verzeih mir, ich war in Gedanken. Nachfahre des Recken, wenn du meine Bitte erhörst, werde ich dir ewig dankbar sein. Okay, ich danke dir. Na, da ich weiß, dass du der Nachfolger, Nachfahre des Recken bist, habe ich eine große Bitte. Ich möchte, dass du Vamedo, der über uns am Himmel kreist, aufhältst. Es gibt nur einen Weg, den Titan zu stoppen. Ein auserwählter Recke muss in sein Inneres eindringen und die Kontrolle übernehmen. Teba und Hertis, zwei übermütige Jünglinge aus dem Dorf, haben versucht, Medo auszukundschaften. Dabei ist Hertis verletzt worden. Aber du bist der Nachfahre eines Recken, deshalb erhör meine Bitte. In der Nähe des Dorfes findest du Teba. Er hat vor, Medo noch einmal anzugreifen. Sprich mit ihm. Zusammen könnt ihr Vamedo vielleicht aufhalten. Machen wir. Kein Problem. Wenn du uns helfen möchtest, kann ich dir alle Einzelheiten erklären. Okay, wer zur Hölle ist Teba? Du redest ganz schön verwirrendes Zeug. Teba ist ein Krieger unseres Dorfes und wohnt direkt nebenan. Er ist der Jüngling, der vor einigen Tagen versucht hat, Vamedo anzugreifen. Er ist zusammen mit Hertis losgezogen, aber am Ende wurde Hertis von Medo getroffen und sie mussten fliehen. Teba war außer sich vor Wut.
Er will alle Vernunft in den Wind schlagen und Meadow ganz allein angreifen. Doch Meadow kreist über uns. Das heißt wohl, Theba hat seinen Plan noch nicht in die Tat umgesetzt. Ich weiß nicht, wo er genau sich jetzt aufhält. Vielleicht weiß Thebas Frau Sika, wo er ist. Gibt es sonst noch was, das du wissen willst? Nee, das passt jetzt schon. Nachfahre eines Schrecken, bitte kümmere dich drum. Oh Gott, Feuerwehr vor unserem Fenster. So. Vielleicht war der mit dem verletzten Flügel der Theba. Oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich will mal noch mit den anderen hier reden. Die Molly. Willst du eine Geschichte hören? Ja. Schön. Das wollte ich hören. Es war einmal, da saß mein Opa unter einem großen Baum auf dem großen Berg und blickte nach Nordwesten. Plötzlich sah er einen riesigen weißen Vogel vorbeifliegen. Mein Opa flog dem weißen Vogel hinterher. Und dann tat sich der Berg des Vogels auf und darin war etwas ganz Wertvolles. Und das war... Ja? An der Stelle bin ich immer eingeklaven. Ah, aber... Ich weiß genau, welcher große Baum gemeint war. Der große Baum da. Kannst du ihn sehen? Von dem aus ist mein Opa zu dem weißen Vogel geflogen. Was der bloß im Bauch des Vogels... Was war bloß im Bauch des Vogels? Mein Opa kann ich nicht mehr fragen. Es ist traurig. Ich werde es nie erfahren. Ich schau für dich nach. Und weil da wahrscheinlich ein Schrein ist. Aber auch für dich. Bam! Ist schon gut. Ich habe nur die Krüge kaputt gemacht. Kein Grund zur Sorge, Molly. Das ist ganz normal. Ich setze mir mal eine andere Mütze auf. Wisst ihr was? Warum eigentlich nicht? Ziehen wir uns mal das Wind Waker-Gewand an und laufen damit ein bisschen durchs Dorf. Na du. Yogo. Hallo, guten Tag. Bist du zufällig auch auf Reisen? Yep. Dachte ich mir. Wie gefällt's dir hier im Dorf der Orni am besten? Oder was gefällt dir hier am besten? Mir gefällt immer schon, wie schlicht hier alles ist. Aber für die Flitterwochen war das wohl die falsche Wahl. Meine Frau meckert in einem fort. Es ist zu kalt hier, gibt's nichts zu tun hier. Oh Mann. Wenn es so weitergeht, sind wir am Ende der Flitterwochen schon wieder geschieden. Ich müsste Röstäpfel machen, damit meine Braut mich wieder mag. Deshalb brauche ich einen Feuerstein, um Feuer machen zu können. Aber du hast keinen dabei, oder? Hier, ich habe natürlich einen Feuerstein. Dieser verbrannte Geruch, sind das etwa Feuersteine? Verkaufst du mir einen davon? Natürlich. Danke. Hier, nimm deine Bezahlung. 100 Rubine für einen Feuerstein, bist du bescheuert? Okay. Genial, jetzt kann ich Röstäpfel machen. Ich will noch viele weitere Röstäpfel machen, also bring mir so viele Feuersteine, wie du kannst. Hallo, guten Tag. Dieser verbrannte Geruch, sind das einfach Feuersteine? Verkaufst du mir 5 davon? Okay, von mir aus. Aber nur, wenn ich dann 500 Rubine krieg. 30 Rubine? Ich will noch viel weitere Röstäpfel machen, also bring mir so viele Feuersteine wie möglich. Bring mir mehr und ich werde mich wiedererkenntlich zeigen. Ich zähle auf dich. Einen kriegst du. Danke. Dafür 5 Rubine. Nein, du kriegst jetzt keine Feuersteine mehr von mir. Das ist eine Unverschämtheit. Hallo, Hoteldame. Hi. Schön, dass du bei uns bist. Das hier ist das Orni-Gasthaus Schwalbennest. Ein normales Bett 20 Rubine. Daunenbett 80. Nein, danke.
Wucher! Wucher! So, hier sitzt noch jemand. Hach. Oh. Guten Tag. Ist dir auch aufgefallen, der Titan Vedo? Na klar. Er hat das Dorf in große Schwierigkeiten gebracht. Aber mal was ganz anderes. Meine Mutter drängt mich jeden Tag dazu, im Laden auszuhelfen. Ich kann es langsam nicht mehr hören. Ich habe keine Lust, im Laden auszuhelfen. Ich will meinen eigenen Laden aufmachen, wo ich der Chef bin. Aber an welchem Ort würde sich es lohnen, einen Laden zu eröffnen? Ich weiß einen Ort, ich weiß einen Ort, ich weiß einen Ort. Und da gehen wir jetzt hin. In der nächsten Folge, okay? Genau. In der nächsten Folge. Holzpfeil. Ich teleportiere mich jetzt noch hin. In der nächsten Folge schauen wir nämlich mal wieder nach Tabu Rasa. Tabu Rasa ist hier. Da schauen wir jetzt hin, weil erstens ist ja da schon wieder eine neue Person hingezogen, eine Gerudo-Schneiderin. Und wahrscheinlich hat er auch schon wieder die nächste Mission für uns. Und ich weiß auch schon, dieser Kerl, mit dem wir gerade geredet haben, der muss nach Tabu Rasa. Aber wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dann. Ciao.